das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud. Guten Abend zur ersten Tagesthemensendung 2022. Und dazu wünschen wir, die Tagesthemenredaktion, Ihnen erstmal ein glückliches, gesundes neues Jahr. Und ganz traditionell beginnt ein neues Jahr bei einigen von uns ja meist damit, sich neue Ziele zu setzen, damit das Leben etwas sonniger wird. Wenn auch mal mehr, mal weniger erfolgreich. Die neue Ampelregierung hat sich da ambitionierte Ziele gesetzt, Deutschland gerechter, freier, nachhaltiger zu machen. Im neuen Jahr wollen sie dafür an die Arbeit gehen, versprach der Kanzler. Das ist doch zumindest ein guter Vorsatz für 2022. Aber behalten die Ministerinnen und Minister dabei auch die jungen Leute im Auge, ihre Probleme, ihre Sorgen? Lassen wir sie doch sprechen, was sie sich von der Politik und diesem Jahr wünschen. Susanna Czalek. Ich bin Diana Demisay, ich bin 21 Jahre alt. Grundsätzlich gibt es meiner Meinung nach eine Aufbruchsstimmung, weil wir eine neu geführte Bundesregierung haben, bei der man schon merkt, dass sich etwas ändert. Mein Name ist Nevio Zube, ich bin 18 Jahre alt. Die Aufbruchsstimmung war da und dann ging es plötzlich stark hoch mit den Inzidenzen. Hallo, ich bin Doreen, ich bin 19 Jahre alt. Ich selber finde nicht, dass es einen Aufbruch in der ganzen Pandemie gab. Auch meiner Meinung nach persönlich nicht mit der Impfung. Die Tatsache, dass es immer mehr wird, Boosterimpfungen, und dann ist nach einem halben Jahr wirkt die Impfung dann nicht mehr. Die Antikörper bauen sich dann ab. Mein Name ist Elida, ich bin 19 Jahre alt und komme aus dem schönen Sauerland. Was ich mir von der neuen Bundesregierung erhoffe, ist, dass man mehr in Bildung investiert, weil wir sind nun mal die Zukunft dieses Landes. Mein Name ist Jan, ich bin 22 Jahre alt. Hinsicht des Klimawandels liegt ganz klar auf der Hand. Wir müssen reagieren, wir müssen handeln, und zwar jetzt. Ich finde es aber wichtig, dass die Politik nicht vergisst, dass es noch andere Aspekte außer den Klimaschutz gibt, und zwar gesellschaftliche und soziale Aspekte. Die Mietsituation generell, der finanzielle Aspekt, der mit dem Studieren einhergeht, der ist unzumutbar, auch für schlecht bezahlte Auszubildende. Ganz, ganz, ganz wichtig, Startups. Wenn von wenigen Startups eins erfolgreich ist, ist das ein riesiger Mehrwert für das gesamte Land. Ein politisches Thema, was mich sehr betrifft, ist Rassismus. Wie können wir verbessern, dass es an Schulen, öffentlichen Orten, unter den Polizisten besser klarkommt? Und das ist, finde ich, wäre mir persönlich sehr, sehr wichtig. Also das ist mein Nummer-eins-Problem, weil ich jeden Tag damit konfrontiert werde. Insgesamt erhoffe ich mir persönlich, dass 2022 das Jahr ist, wo wir sagen können, Deutschland ist fortschrittlicher, digitaler, grüner und sozial gerechter geworden. Meine Vorsätze für das Jahr 2022 sind im Jetztleben. Wir haben jetzt gerade unsere Blütezeit. Das im Jetztleben haben sich sicherlich auch viele in New York vorgenommen. Und der neue Bürgermeister der Stadt, Eric Adams, rief die fast 9 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt auf, den Neujahrsvorsatz zu fassen, ihr Leben nicht von der Pandemie bestimmen zu lassen. Das ist zweifellos nicht ganz so leicht angesichts der wieder täglich ansteigenden Infektionszahlen und der großen Teststationen auf den Straßen, vor allem wegen der Omikron-Variante. Inzwischen gilt für alle städtischen und privaten Beschäftigten eine Impfpflicht. Christiane Meyer. Die neue Normalität in New York, lange Schlangen vor den Teststationen, Wartezeiten bis zu 3 Stunden. Besonders viele Touristen müssen sich testen lassen, um nach dem Weihnachtsurlaub nach Hause zu fliegen. In meinem Land brauche ich den Test. Mehr als 45.000 Menschen wurden in New York City alleine gestern positiv getestet. Omikron hat auch die Besatzungen von Flugzeugen erwischt. Tausende Flüge fielen aus oder waren verspätet. Bei der Polizei sind 20% krank. Die meisten kommen nach 5 Tagen wieder, wenn sie symptomfrei sind. Der neue Bürgermeister Eric Adams versucht dennoch, Optimismus zu verbreiten. It's up to you, New York.
New York hält durch, so erklärt Adams in den Morgenshows. Die Schulen in New York werden trotz allem geöffnet bleiben. Habt keine Angst, die Kinder zurückzuschicken. Die Statistik ist klar, der sicherste Platz für Kinder ist die Schule. Die Ansteckungen sind gering, die Kinder sind an einem sicheren Ort, um zu lernen. Wir haben beinahe 2 Jahre verloren, das können wir nicht nochmal machen. Auch der 13-jährige Alex muss morgen wieder in die Schule. Seit 3 Stunden wartet er hier auf den Test. Seine Mutter besteht darauf. Er ist geimpft und wir hoffen, dass ihn das schützt. Er wird alle 2 Wochen getestet. Ich freue mich auf die Schule, alle meine Freunde und Lehrer und sogar auf die Direktorin. Omikron stresst auch die Restaurants, die sich gerade erst wieder zurückgekämpft hatten. Jetzt zwingen Personalausfälle einige von ihnen zur vorübergehenden Schließung. Dann setzen sich die New Yorker eben in den Park und essen draußen. So richtig aus der Ruhe zu bringen, sind sie nicht. Viele, die wir kennen, hatten in den letzten 2 Wochen Omikron. Vielleicht 90% meiner Freunde hatten es oder waren dem ausgesetzt. Alle sind vorsichtig, tragen Masken, aber machen ganz normal weiter. Viele New Yorker haben es gehabt. Manche essen nicht mehr drin, andere denken, wenn ich es habe, habe ich es halt. Die Zahlen mögen hoch sein, aber die Krankenhauseinweisungen sind wegen der hohen Impfquoten wesentlich niedriger als bei Delta. Auch deshalb sieht New York jetzt etwas gelassener ins neue Jahr. Gelassener werden könnte auch so ein Wunsch für 2022 sein. Alles nicht ganz so ernst zu nehmen. Doch spätestens beim Blick auf den Maskenmüll und dem Griff zur eigenen, jetzt teilweise sogar verordneten FFP2-Maske holt einen Corona wieder ein. Und auch in Deutschland blicken Experten und Politiker mit Sorge auf die kommenden Tage und Wochen, wenn sich die Omikron-Mutation, wie vorhergesagt, stark ausbreiten und die Infektionszahlen in die Höhe treiben wird. Robert Holm. Was passiert, wenn das Jahr ab morgen richtig losgeht? Menschen müssen zur Arbeit, die Straßen werden wieder voll sein und die Corona-Zahlen werden wohl bald ansteigen. Stark ansteigen, sagen Virologinnen und Virologen, wegen Omikron. Noch steigen sie nur leicht, aber heute immerhin schon den 4. Tag in Folge. Beim FC Bayern gibt es gerade 5 Corona-Fälle, darunter Torwart Manuel Neuer. Damit könnte der FC Bayern ein echtes Problem bekommen, nämlich dann, wenn Neuer und Co. die Omikron-Variante haben. Nach den derzeitigen Regeln muss nämlich jede Kontaktperson eines Omikron-Infizierten in 14-tägige Quarantäne. Auch Geimpfte, Genesene und Geboosterte. Ein Freitesten ist nicht möglich, anders als bei der Delta-Variante. Diese Regeln könnten also ganze Teile der kritischen Infrastruktur lahmlegen, zum Beispiel Krankenhäuser. Wenn die tatsächlich 10 oder 14 Tage dann regelhaft quasi wegbleiben müssen, bevor sie sich freitesten können, obwohl sie geimpft sind, obwohl sie auch geboostert sind, ist das im Verhältnis zum Risiko, was man eingeht, der größere Schaden in Anführungszeichen, weil wir da eben dann wichtige Ressourcen zu Hause lassen müssen, ohne dass die tatsächlich ja jetzt faktisch ein Risiko sofort darstellen. Schon in den nächsten 2 Wochen könnte die Omikron-Variante das Infektionsgeschehen in Deutschland dominieren, sagt heute der Bundesgesundheitsminister. Wir denken in der Tat über verkürzte Quarantäne- und Isolationszeiten nach. Das wird derzeit vorbereitet. Das muss gut vorbereitet sein, sodass es da keine Widersprüche gibt und dass wir kein Risiko eingehen. Aber bei den hohen Fallzahlen, die die Modelle zeigen und davon ist auszugehen, brauchen wir andere Quarantänedauern und auch Isolationsdauern. Und noch eine Neuigkeit bringt der Januar. Ein Medikament gegen schwere Corona-Verläufe könnte noch in diesem Monat zugelassen werden. Darauf hofft der Bundesgesundheitsminister. Und darauf, dass es nach der nächsten harten Welle erstmal ruhiger wird. Ich glaube, dass wir dann auch in eine Phase kommen, wo mit der Kombination Genesene, Geimpfte und möglicherweise Impfpflicht, die ich selbst befürworte, aus dieser Pandemie herauskommen. Von einer Impfpflicht halten Sie nichts. In Saarbrücken wurde heute dagegen demonstriert. Laut Polizei kamen 5.500 Menschen. Die Quote vollständig Geimpfter im Saarland? 77,3%. Nur Bremen hat mehr.
Finanzminister Christian Lindner hat sich für die nächsten Jahre Großes vorgenommen. Zur Bewältigung der Pandemie kündigte er ein Corona-Steuergesetz an, in dem es die Möglichkeit geben werde, Verluste der Jahre 2022 und 2023 mit Gewinnen aus den Vorjahren verrechnen zu können. Insgesamt verspricht er 30 Milliarden Euro Steuerentlastungen. Lindner plant dafür ab kommendem Jahr unter anderem, dass die Beiträge zur Rentenversicherung voll von der Steuer absetzbar sind und die erneuerbare Energienumlage auf den Strompreis wieder abgeschafft wird. Fragen wir nach bei unserem Hauptstadtkorrespondenten Daniel Pokraka. Der FDP-Minister kündigt Steuerentlastungen an. Ist das mehr als nur die Umsetzung eines FDP-Wahlversprechens? Ja, das ist im Wesentlichen die Umsetzung des Koalitionsvertrags, auf den sich die Ampelparteien SPD, FDP, Grüne geeinigt haben. Das sind alles keine Sachen, die wir jetzt zum ersten Mal hören. Also EEG-Umlage zahlt nicht mehr der Stromkunde ab dem Jahr 2023, sondern wird aus dem gesamten Haushalt bezahlt. Rentenbeiträge werden dann zu 100% absetzbar sein von der Steuer, 2 Jahre früher, als das eigentlich geplant wäre. Ja, und auch der sogenannte Verlustrücktrag für Unternehmen, das heißt Gewinne verrechnen mit Verlusten aus Corona-Zeiten, auch das kennen wir schon, sollte kommen und wird dann jetzt kommen. Interessant vor allem auch, was Christian Lindner heute seinen Kabinettskollegen gesagt hat, sie sollen mal schon Vorhaben priorisieren und Ausgaben möglicherweise gucken, welche sind noch nötig. Also das hat vielleicht nicht jeder Kabinettskollege besonders gerne gehört heute. Der Bund der Steuerzahler fordert ja mehr Entlastungen aufgrund der gestiegenen Inflation. Ist da von Seiten Lindners etwas zu erwarten? Ja, das wird man sehen. Der Bund der Steuerzahler verlangt ja da konkret eine Gesetzesänderung vom Bundesfinanzminister, eben damit die Einkommensteuertarife zur gestiegenen Inflation passen. Bisher, sagt der Bund der Steuerzahler, geht man für das kommende Jahr eben von einer Inflation aus, die eben nicht realistisch ist, was letztlich in der Steuererklärung dann dazu führen würde, dass die Menschen mehr Einkommensteuer zahlen, als es bei dieser Inflation eigentlich angemessen wäre. Der Staat würde entsprechend mehr Geld einnehmen. Und da wird man jetzt sehen, ob Christian Lindner dem nachkommen möchte, ob er sich das leisten möchte und kann, ob das die Ampelkoalition möchte und kann oder eben nicht. Daniel Pokraka, vielen Dank nach Berlin. Gerne. Im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine setzt US-Präsident Biden weiter auf Diplomatie. Nach dem Gespräch mit Russlands Präsident Putin vor 3 Tagen hat Biden am Abend mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky telefoniert. Und mehr dazu in den Nachrichten mit Konstantin Schreiber. In dem Telefonat von Biden und Zelensky ging es um den Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine. Das Weiße Haus erklärte am Abend, die USA würden entschieden reagieren, sollte Russland weiter in die Ukraine vordringen. Die Europäische Union und die NATO warnen Moskau vor einem Angriff und rufen zur Deeskalation auf. Der sudanesische Premierminister Hamdok hat seinen Rücktritt erklärt. Als Grund nannte er in einer Fernsehansprache, dass er sein Versprechen, eine politische Katastrophe in dem Land zu verhindern, nicht einhalten könne. Ende Oktober hatte das Militär in dem Land die Macht übernommen. Im November wurde Hamdok zum Vorsitzenden eines Übergangskabinetts aus Fachleuten ernannt. Seit Wochen protestieren die Menschen für die Rückkehr einer zivilen Regierung. Das Militär geht gewaltsam gegen die Demonstranten vor. Heute wurden dabei mindestens 2 Menschen getötet. Die Pläne der EU-Kommission, Investitionen in moderne Atomkraftwerke als klimafreundlich einzustufen, stoßen weiter auf Kritik. Bundesentwicklungsministerin Schulze von der SPD bezeichnete Atomkraft als zu riskant und zu teuer. Bereits gestern hatten Umweltministerin Lemke und Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen den Entwurf kritisiert. Mit der Einstufung sollen Anleger nach den Kommissionsplänen dazu beitragen, dass Europa bis 2050 klimaneutral wird. Ein Großbrand hat heute im Parlament von Südafrika in Kapstadt erhebliche Schäden angerichtet. Ein Sitzungssaal wurde dabei zerstört. Die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen die Flammen. Die Brandursache ist unklar. Am Abend meldete die Polizei die Festnahme eines Verdächtigen. Kapstadt ist seit 1910 Sitz des südafrikanischen Parlaments, das sich aus 2 Kammern zusammensetzt. Das Parlament liegt in der Altstadt der Metropole.
Es sind nicht die Weiten des Meeres, die sie zu überwinden haben. Das andere Ufer liegt oft nur zwei Steinwürfe entfernt und doch sichern Flussfähren oft, wenn auch kleine, Verkehrsverbindungen. Sie sind eine schwimmende Brücke zwischen zwei Straßen, die sonst im Wasser enden. Eine Rush-Hour gibt es an diesen Orten selten. Der altehrwürdige Fährmann scheint wohl auch deshalb ein Beruf mit wenig Perspektive. Kurz vor dem letzten Ablegen war Susanne Blum noch einmal mittendrin im sächsischen Belgern, wo es seit dem Jahreswechsel nun vorerst keine Fähre über die Elbe mehr gibt. Es ist windig und kalt, die Temperatur knapp überm Gefrierpunkt. Und trotzdem harrt Werner Ruben draußen aus. Auch warten gehört zu seinem Job. Er ist Fährmann. Diese Stille und die Ruhe, das muss man gewöhnt sein, sonst... Wenn du irgendein hibbeliger Typ hier, das wäre nicht ja, für ihn. In diesem Moment kommt auf der anderen Elbseite Kundschaft. Werner Ruben setzt über. Heute ist nicht viel los. An normalen Arbeitstagen wird es auf der Fähre hingegen schon mal voll. Da muss der Fährmann platzieren. Ein Transporter, dass man den hinten ranstellt. Und dann wird er diskutieren mit denen. Warte du, hol den anderen noch vor, dass der. Dann denkt er, der nimmt mich nicht mit. Ich war doch zuerst da. Warum denn der nicht mit? Ja. Ja, da muss man schon ein bisschen, ja. Werner Ruben ist 70 Jahre alt. Jahrzehntelang war er Schiffsführer auf der Elbe. Vor 4 Jahren dann schon als Rentner hat er die Pacht der Fähre hier in Belgern übernommen. Ein Vollzeitjob. Im Sommer fährt er 7 Tage die Woche. Das war eigentlich nur für 2 Jahre gedacht. Die 2 Jahre haben die auch nur verlängert auf 4 Jahre. Weil ich alle halbe Jahre gedacht habe, gut, kümmert euch um den Nachfolger. Ich mache das halbe Jahr noch voll. Jetzt ist Schluss. Ich bin zwar auf Wasser groß geworden, aber ich muss nicht unbedingt auf dem Wasser sterben. Die Fähre gehört der Kommune. Doch so sehr sich der neue Bürgermeister Ingolf Gläser bemüht hat, er hat keinen Pachtnachfolger für Werner Ruben gefunden. Die Fähre als Kommune zu betreiben, wäre viel zu teuer. Er konnte ja im Prinzip fahren von früh bis abends. Das kann ich im öffentlichen Dienst nicht. Und somit komme ich auch nicht mit 2 Leuten, wenn ich die ganze Woche sicherstellen will, sondern brauche 3 Leute. In der Umgebung hat sich längst rumgesprochen, dass Werner Ruben aufhört. Frank Lehmann zum Beispiel hat jahrelang fast täglich die Fähre genutzt. Er ist Apotheker in Belgern und hat vielen Patienten die Medikamente auch nach Hause gebracht. Den musste ich letzte Woche schon offenbaren, dass ich nicht weiß, ob ich weiterfahren werde, kommen werde, weil der Weg über Mühlberg oder über Torgau, das sind dann eben schon 40, 50 Kilometer, die man extra fahren muss. Inzwischen hat die Dämmerung eingesetzt, es nieselt. Irgendwie Abschiedsstimmung. Es ist eine der letzten Fahrten von Werner Ruben. Er hat fast ein schlechtes Gewissen. Das lässt mich nicht kalt auf jeden Fall. Und das trügt auch eigentlich die ganze Sache ein bisschen, dass man jetzt diese Freizeit hätte. Ja. Die Kommune will weiter nach Pächtern und Lösungen suchen. Doch das kann dauern. Die Fähre seit dem Jahreswechsel erstmal außer Betrieb. Denn die Zeit von Werner Ruben als Fährmann ist abgelaufen. Und dann blicken wir mit Carsten Schwanke noch auf die erste Januarwoche. Weiß denn das Wetter, dass eigentlich Winter ist? Es hat es im Hinterkopf und es braucht noch so 2 Tage, bis es das auch umsetzen kann. Aber das Wetter zu Jahresbeginn, das brachte wirklich einen Paukenschlag in weiten Teilen Europas. Deshalb zunächst ein kurzer Blick auf die Höchsttemperaturen des gestrigen 1. Januar. In vielen, vielen Ländern und in vielen Orten Europas wurden Winter- und Januar-Temperaturrekorde geknackt. In Südfrankreich gab es 26 Grad, also sommerliche Werte. Auch an der spanischen Mittelmeerküste im Norden Spaniens 24 Grad, bei uns 17. Im Süden Englands 16 Grad. So warm wird es aber nur noch für 2 Tage, auch bei uns nur noch im Süden Deutschlands weitergehen. Denn dann stellt sich das um. Blick auf den 15-Tage-Trend von München. Da sehen wir es, dass wir noch 2 Tage bis zum Dienstag die hohen Temperaturen haben. Ab Mittwoch, Donnerstag geht es nach unten. Und zumindest in den Bergen kann sich dann der Winter wieder einnisten und das Wetter weiß, was es eigentlich liefern sollte. Und apropos liefern. Ganz aktuell ziehen Schauer, zum Teil sogar mit Blitz und Donner, über den Norden und über die Mitte Deutschlands hinweg bis in den Osten. Dort kommt dieser Regen morgen früh an, zieht nach Osten weiter. Dahinter gibt es eine größere Lücke, wo nur wenig passiert. Und dann kommen hier im Westen und Südwesten im Verlauf des Nachmittags neue dicke Wolken an, die vor allem zum Abend kräftigen Regen bringen. Und dieser Regen wird vor allem am Dienstag eine Rolle spielen, zeige ich gleich bei den Aussichten. Erstmal kurz zu den Temperaturen. Nachts plus 5 bis plus 11 Grad, meistens zumindest. Und tagsüber im Norden 8 bis 10 Grad.
In der Mitte und im Süden 12 bis örtlich 14 Grad. Die weiteren Aussichten noch ganz kurz. Am Dienstag im Süden nochmals warm. Dauerregen vom Saarland und von Rheinland-Pfalz bis zum Bayerischen Wald. Und am Mittwoch dann langsam in den Bergen beginnender Schneefall. Der Winter kommt. Kann ich die dicken Socken wieder rausholen. Vielen Dank, Carsten Schwanke. Und das war's von uns. Hier geht's gleich weiter mit dem Film Ein Gauner und Gentleman über einen vornehmen Bankräuber. Und wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.